Ein wunderschönes Hallo bei 7 Days to Die. Ja, wir müssen uns jetzt irgendwie Nacht um die Ohren hauen. Ja, weil der Charakter auch nicht schlafen kann. Der ist einfach dauerwach. Der ist. Ja, das stimmt eigentlich. Wenn das jetzt wie bei Forrest oder. Eigentlich ein bisschen besser, wenn man dann jetzt sagen kann, man könnte die Nacht skippen, indem man halt sich schlafen legt, aber gut. Ja, aber das hat man ja auch schon mal. Dann ist ja die Hälfte vom Spiel irgendwie flöten gegangen, sag ich mal. Hast du denn nicht jede Menge Stuff in der Tasche? Nein. Irgendwie toll. So, hier. Oh, da kannst du mal eine Runde Essen machen. Nein, mach nein, mal nein. Den. Och. Genau, Hammer und Forge. Was für ein Level hast du bei Intellekt? Oh, lass mal gucken, einen Moment. Vier von zehn. Oh, dann könntest du ja schon Hammer und Forge leveln. Ja. Ja. Oder eben auch Bicycle. Ja, weil das Bicycle ist eigentlich echt lame. Hä, ja, so das ist super. So Bicycle. Ja, wie du willst. Nee, also tatsächlich, wenn dann eher... Hammer and Forge, weil wir dann halt ne Stahl haben und so weiter, dann können wir auch endlich mal coole Sachen craften, also an Werkzeug auch. Ja. Na, dann mache ich das mal. Wofür ist jetzt die Kiste hier? Das ist so die einfach Drop. Da kannst du erstmal alles rein. Deswegen ist auch eine andere und deswegen ist auch in der Mitte und da kannst du von der auf die anderen zwei aussortieren. Weil du hast es ja mal gesagt, am Tag einfach nur schnell vorbeirennen, alles reinschmeißen, weiter und nicht stundenlang sortieren, das kann man in der Nacht ja machen. Ja. Mhm. Nein. So, dann schmeiße ich doch munter mal mein Zeug hinein. Wo habe ich denn einen Grill her? Ein Grillrost. Nee, Fleisch ist drüber, das Wasser war jetzt. Wie du willst. Ich habe einen Kochgrill. Ja, freu dich. Ich weiß nicht, woher. Ist der schon im Feuer drin? Ja, ich hab ihn da reingepackt. Jetzt sind zwei drin. Doppelt so schnell. Wow. Naja, essen sollte ich auch mal was. Dann können wir ja tatsächlich auch eben mal... Ich mach mal Essen hier. Hau mal rein. Ich kann sage und schreibe. Warum kann ich das nicht? Ach so, weil ich vermutlich ja, die Skills nicht habe. Ja, ich habe die Skills nicht dafür. Bitteschön. Kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Was willst du machen? Was Tolles kochen? Nee, ich wollte einfach nur. Ich wollte doch einfach nur gegrilltes Fleisch machen. Tut mir leid. Warum hast du zwei Grillroste auf den Grill gelegt? Aber egal. Hab ich doch gerade. Du hörst mir echt nicht zu? Hab ich gerade gesagt. Dann ist es doppelt so schnell. Nee. Ich weiß, aber dann braucht man keinen Slot in der Kiste. So, was wollen wir denn hier? Das Fleisch. Ach. Wollen denn nicht sonstige Zutaten? Die Eier. Oh, 28 Eier. Ja, da könnte man die ja momentan reinhauen. So. Zurück an den Herd. Schinken, Speck mit Eiern. Bla 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 bla. Naja. Das ist also das alte Problem. Level 3. Du hast jetzt schon Hammer und Forge, ne? Dann könnte ich jetzt einfach nochmal Packmull machen, damit ich nochmal 5. Ja, das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Dann mache ich das doch gerade mal, ne? Mache ich mal. Ja, mach das mal. Mache ich mal. Ich habe nämlich 3 Skill Point. Jetzt habe ich halt ins nächste Level von Packmull gemacht. Dazu musste ich nochmal 2 Strength machen. aber dadurch habe ich dann auch Melee Damage. Das ist ja auch nicht verkehrt. So. Wir könnten eigentlich auch mal rüber zum Joe.
zum Trader Joe und dir das Gold und die Diamanten verkaufe. Fast eine Idee, ja. Und am besten diesen komischen Typ hier, Phase, so als Sklave verkaufen. Vielleicht gibt es da auch so ein, zwei Dublonen. Was haben wir denn hier? Oh, Reflex seit Schemertag. Das hört sich an wie ein asiatisches Spiel. Ja, cool. Boom Headshot. Level of the Strength Attribute. Heavy Metal. Was ist denn Heavy Metal? Jetzt habe ich rausgetappt. Ich wusste nicht, dass das geht. Heavy Metal. Immer schön Verbände machen, ja. Ja, da habe ich noch 3. Das reicht. Ich habe 10. Ja. Da sieht man mal, wer besser spielt. Nee, das sieht man, wer besser vorbereitet. Das beste Gegenargument immer noch. Power Text. 40% more damage. Ah, okay. Ja, ja, ja. Jetzt hängt er mit dem Gesicht wieder in der Kiste. Ja, ist nicht so einfach. Nö, so nicht. Oh. Jawohl. Nehme ich die mal mit. Habe ich hier noch einen Pfeil? Nein, habe ich nicht. Achso, ich bin auch so Blade. Du hast die Pfeile schon eingesammelt, ne? Ich kann echt mehr drin werden, welche Kiste geht. Echt, ey. Hast du. Ja, ist doch schön. Ja, nee, ist nicht schön. Jetzt kann ich mir wieder neue Pfeile machen. Nee, ich hab doch hier Pfeile, warte. Aber nur Stein halt. Echt nicht. Und die Spitze sind da auch drin. Ist alles egal. Ist alles ich hab, ja, ja. Ist er denn? Ist an die Kiste, warte, nimm die. Nerv mich nicht. Ich spring hier runter, oder? Ja. Oh, nicht zu nah, ich seh nichts. So, ja, aber was machen wir denn jetzt noch? Ja, munter Sachen sortieren. Ja, das funktioniert zu zweit ja auch so super. Ja. Aber das ist ein Wüstengebiet hier hinten beim Trader Joe. Das scheint mir Wüste zu sein. Ich meine, Wüste kann man natürlich auch mal machen. Ich meine, ohne Schatzkarte, das bringt jetzt noch nichts, wenn man niedrig im Level ist. Ja, da haben wir, also ohne Spitzhack ist das ein bisschen mühselig, denke ich. Nach hinten raus war jetzt auch nicht mehr so viel. Stein abbauen darf man nicht vergessen. Ja, das geht. Echt nur 7 Steine. Okay. Gesamtbestand, 7 Steine. Ja. Südost. Kannst du mal Richtung Südosten gucken? Einen Moment. Oh, das ist wieder Lebensaufgabe. Ja, weil ich war gerade dabei, das Essen einzusortieren. Nicht so einfach so. Wo in deinem Magen vermutlich. Südosten. Südosten, ja. Da hinten ist ein größeres Wohnhaus. Ach so, warte, ich muss da hingucken. Ich habe nur auf den Radar geguckt. Ich wusste nicht, dass du... Ich dachte, jetzt war es markiert. So, beschwer dich nochmal, wenn ich dir eine Nackenschelle gebe, weißt du? Ja, das kaputte da hinten, oder was meinst du? Nee, Südosten. Ach, grad direkt vorne. Ja, ich finde das ein bisschen richtig da. Südosten ist da nicht so leicht rechts von Südosten, sagst du. Das flache Gebäude, was da ist. Nein, dahinter ziemlich das, das Ruhrgebäude. Das Gebäude. Ey, da sehe ich wieder Fackel mehr, nee, ne? Oder oh, mach die Fackel aus. Ich sehe alles, fast alles. Da hinten ist ein hohes Gebäude, Südosten. Leicht rechts da, von Südosten. Ganz ja. Knapp jetzt, ich weiß. Okay, also mit so Querstreifen. Ne, ne genau. Ja. So, ja, jetzt komme ich endlich dazu, nach 10 Minuten das zu sagen, worum es eigentlich geht. Das scheint mir noch in dem Waldbiom zu sein, also nicht im Wasteland. Ah. Und scheint deshalb auch noch, oder auch von außen halt, noch intakt zu sein. Und ich hatte ja schon die Vermutung, dass vielleicht... intakte Häuser mehr bringen als kaputte Häuser.
Deshalb wäre es ja fast eine Überlegung wert, da hinzulatschen. Joa. Ne? Sobald Tag ist, machen wir. Ja, haben wir ja gleich. Ich gehe schon mal los. Habe ich was zu essen? Nö. Brauche ich nicht. Ich sehe nichts. Nein. Wer boxt denn hier wieder rum? Tatsächlich er. Jetzt rennt er weg. Toll. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. In der Aufnahme. Geht dieser weg? Der hat hier unten nämlich hier. Der macht da. Der haut unser Fundament weg. Was ich nicht so nett finde. Das machen sie gern, ja. Jetzt ist er wieder da. Natürlich ist er jetzt wieder da. Ey! Das ist nicht deine Wand, das ist meine Wand. Der brennt auch nicht mehr. Nee, das scheint so abgestellt zu haben. Nee, das funktioniert schon noch. Es ist halt nur nicht immer. So. Ah, und das ist jetzt schon das Ding. Guck mal, jetzt haben sie hier schon den Durchgang geboxt. Da ist sowieso schon weg. Das dauert ewig, bis die Häuser zusammenstürzen, aber ja. Man kann ihnen wieder mal was reinstopfen. Ja, aber wenn sie zusammenstürzen und unsere Kisten mit runterstürzen, ist unser gesamter Loot weg. Es ja, das stimmt. Beim Einstürzen dann, also beim Einstürzen von Kisten ist es nicht so, dass dann das Loot droppt, sondern es ist einfach weg. Und das ist nicht so cool. Irgendwie. Aber nee, also stimmt natürlich, es dauert ein bisschen länger, aber vielleicht könnte man dann schon mal anfangen. War da nicht ein Rucksack? Oh, da war ein Rucksack. Ah, okay. Stamina. Möchtest du Handschuhe haben? Hast du Handschuhe? Nee, ich glaube noch keinen. Müssen wir euch erstmal mit. Was wollte ich sagen? Ach, wir können ja zumindest so einen kleinen Defensive-Rahmen drumherum machen, dass sie nicht mehr direkt an unserer Statik dran rumkloppen, sondern erstmal halt an irgendwelchen Holzklotzen oder ja, Spitzen, gut. Stämmen oder wie auch immer. Brauchst du dann schon einige, aber ja. Na, an der expliziten Stelle einfach nur mal außen rum, weil da hingen sie jetzt wohl schon öfter, weil ja, wie gesagt, die Wand schon durchbrochen ist. Aber können wir ja mal schauen. Das ist ja auch wieder eine Aufgabe für den Abend. Jo. Wo bist du denn da? Ich schlupp auf einmal bis weg. War jetzt auch überrascht. Ich höre jetzt gewesen. Kam schon gut. So, hier haben wir haufenweise Rohstoff-Boulder. Und oh, nein. Doch, nein, Wolfo. Ja. Domestic. Nein, ich hab Blute. Alter, jetzt verblut ich. So, down. Und ich habe immer noch keine Knochenklinge. Warte, ich mach. Ey, das ist schon wieder so einer von der Nummer. Ja, ja. Ach, noch einer. Oh, scheiße, Mann. Warte. Der ist geblockt durch die Leiche, cool. Ja, das ist... So kann ich, glaube ich, nicht schießen. Geht das? Es ruckelt wie blöd. Ja, jetzt bin ich auch gleich down. Jetzt bin ich down. Das war... Ich hatte nur noch 22, ein bis... Bis zum Morgengrauen. Hat gepasst. Wunderbar. Das ist mir im Singleplayer so oft passiert. Da habe ich hier Hortnite überlebt. Und gleich am Morgen... bin ich an irgendeinem so blöden Zombie dann gestorben oder bin irgendwo runtergefallen oder sonst was. Das war dann jedes Mal super erfolgreich. So. Soll ich dann Rucksack irgendwie bewachen oder so? Oder? Ja, so ein bisschen. Ich bin aber schon auf dem Weg, natürlich. Ja, komm. Toll, mein Rucksack hat ein grünes Dreieck oben drauf. Ja, Karte. Wunderbar. Ja. So,
So. Das Beste ist auch immer, dann sprintest du hin zu deinem Rucksack. Willst ja schnell, möglichst schnell deinen Stuff wieder haben. Mhm. Stuff. Und gerade wenn du so richtig ausgepowert bist, kommt dir nochmal ein Hund. Ja. Weil es waren dann nicht zwei Hunde, die ich angegriffen habe, sondern ein dritter. Den dritten hast du noch nicht gesehen. Ja, so, so 2 Meter vorm Rucksack dann irgendwie nochmal genutzt, ja. Das hatte ich leider auch des Öfteren. Und ist es tatsächlich relevant, wie weit du weg bist? Jetzt hast du nämlich wieder keine Shared Points bekommen, ne? Ja, echt, ja, lass es. Hä, wieso? Wenn du es nicht teilen kannst, dann am besten gar nicht machen. Essen kannst du nicht mitbringen, ne? Du bist schon unterwegs. Nö, das ist zu spät. Okay, kein Problem. Auch nicht auf dem Bett, sondern neben dem Bett und so weiter. Hm. Ja, soll ich dann schon mal reingehen und gucken, ob ich da was zu essen finde? Kannst du, ich bin aber auch gleich da. Ja, ich mach schon mal eine Tür auf. Ja, das ist schon mal eine Idee, klopf schon mal an. Ganz leise die Bretter auseinanderreißen. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, weil manchmal hilft es dann gecrouched zu sein, wenn man was abbaut, manchmal eben überhaupt nicht irgendwie. Vielleicht hängt es davon ab, ob jemand direkt da hinter der Tür sitzt, das kann natürlich sein. Ah, du bist da, hi. Du bist nicht gecrouched, ne? Nö. Ja gut, dann brauche ich auch keine Mühe. Warum auch Stealth vorgehen? Danke. Ey, tut mir leid, die Tür ist bei mir noch da. Was? Ja, du bist gerade durch die Tür gegangen und ich hab halt weiter auf die Tür eingebrochen. Ja, wunderbar. Toll, stimmt. Die ist bei mir. Aber alles hier mit dem Netcode und so weiter. Ja. Das ist, also, das weiß ich ja auch nicht. Haben sie sich schon Mühe gegeben, die Leute hier? Ist absolut professionell, ja. Hier röchelt jemand vor sich her. Und du crouchst auch nicht. Nee, ja, wir können das gerne machen, dass wir jetzt Stealth gehen, aber. Das ist jetzt zu spät, jetzt ist das ganze Haus wach. Ich dachte nur, weil es ein bisschen größeres ist, wäre es vielleicht sinnvoller, da ein bisschen vorsichtiger reinzugehen, damit wir nicht das gesamte Haus dann um die auf uns gehetzt haben. Aber ja, hätte ich auch sagen sollen. Ja, jetzt echt sagen. Nee, nee, also, ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Ja, genau. Du, ich hasse das. Ewigkeiten entfernt. Der hätte mich trotzdem die ganze Zeit. So, jetzt ist hier gleich. Ja, hi. Da komme ich. Ah, ja, jetzt sitze ich in der Falle. Ja, ich habe einen Versuch noch rauszuholen. Ja, nein, geh. Jetzt einfach weggehen sollen, dann hätte er halt hinter dir her, oder? Ja, tut mir leid, ich kann nicht reingucken, weil ich immer noch diese Tür da habe. Egal, du hast halt mitten im Türrahmen gestunt. Das bringt halt überhaupt nichts. Nee, das war dann nicht, ja. Oder halt direkt im Türrahmen nochmal umgedreht. Ja, ich bin gleich tot. Ah, nee. Komm raus. Ja. Wenn du schon wieder so anfängst, dann klatsche ich dir gleich wieder eine. Der ist nur irgendwo. Oh, danke. Bitte. Ich wollte gerade sagen, weil hinter dir ist noch ein anderer hier. Ja. So. Oh, ich habe die Dame dahinter getroffen. Natürlich, ich komme von der Seite noch was. Die kündigen sich auch gar nicht mehr an, irgendwie. Ja. Sondern man kriegt dann einfach irgendwann Hits. Die neuesten Hits von den 80ern, 90ern, 70ern und das Beste von heute, gestern, übermorgen und auch sowieso. Bleiben Sie dran, in 2 Minuten sagen wir das Ganze nochmal. Ja, genau. Das ist genau das Radio. Ich hab so leid, das Mal. Und dann wundern sich so Sachen wie Radio oder sowas, dass die dann weniger gehört werden. Ja. Der sollte jetzt down sein. Der natürlich nicht, der geht daneben. Der sollte jetzt down sein. Sie sollte jetzt down sein. Warum nimmst du die Pfeile nicht mehr? Hab ich gerade. So. Hä? Kann man jetzt nur noch seine eigenen Pfeile einsammeln? Das wäre was, keine Ahnung. Down. Oh, falsche Taste. Nö, keine Pfeile mehr. Jetzt könnte man aber versuchen, weiter zu schleichen, wenn du möchtest. Ja. Mach mal. Mach mal. Voll der Stealth jetzt. Nee, weil also tatsächlich. Ja. Nee, okay. Klar. Nee, okay. Ist ja. Ja, ja. Ist okay. Ich höre dir zu. Ja, ja, nee, ist okay. Toll, jetzt kann ich die Punkte nicht benutzen. Was für Punkte? Naja, ich habe jetzt einen Punkt gewonnen. Brauchst du eine Aspirin?
Nein, ich brauche was zu essen. Ach so. Wollen wir leise Bilder zertrümmern oder wollen wir... Kannst du machen. Ja. Also das Leise hilft tatsächlich echt viel. Manchmal. Naja gut, es geht dann hoch auf 100. Okay. Ja gut, das summiert sich auch. Warte mal hier. Da. Was ist denn jetzt? Da. Ach, wie schön. Ne? Ja, toll. Haben wir hier was zu essen? Oh, eine leere Dose. Das ist meine Diät. Cool. Alter, hau rein. Gönn dir. So. Da hatte ich erst letztens wieder voll die super Idee. Eine Arbeitskollegin meinte nämlich von wegen, ja, hier, ihrem Freund kann sie ja nicht wirklich was schenken. Er will ja nichts haben. Da meinte ich nur, ja, okay, dann kauft ihr so eine Plexiglasbox mit nichts drin. Dann hat er ein Nixarium. Das kann er sich dann hinstellen. Oder ein Nixarium. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Kann man noch eine Lampe dazu hängen, schön beleuchten sozusagen. Ich muss mal kurz rausgehen. Ich habe nicht einen Stein, oder hast du... Ich hab hier, bitte. Das wäre mal cool, weil ich kann mir keine Axt sonst reparieren. Also ich habe jetzt auch nicht Ewigkeiten, aber es liegt da, ne? Ja. Ja, danke, sehr gut. Ist die Hälfte von dem, was ich hatte. Du läufst ganz normal rum. So. Ja. Nö, gar nicht. Nee? Achso, das sah so aus. Das sieht alles Warst du hier schon drin? Aus. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo du meinst. Das mit. Ist, ja, das ist ja. Verständlich. Wo bist ich du? Hier! Ja. So, nee. Da, wo es zu ist, war ich noch nicht drin. Naja, okay. Mein Gedanke war halt einfach nur, ob du vielleicht durch den anderen Raum da reingegangen bist und dann hätte ich mir die Mühe gespart, die zwei Bretter auseinanderzunehmen. Was jetzt aber auch nicht die Welt gewesen wäre. So, ich kümmere mich mal hier um den Kriechenden. Das ist damit geschehen. Hä, hey, was ist denn das? Hast du ja auch so ein Balkenschwert gespielt? Nee. Was hat die denn so geschrien auf einmal? Was hat die doch sonst nicht gemacht? Ups. Hä, hey, was ist denn das? Ich glaube, das Spiel ist total jetzt im Eimer. Das ist möglich. Sind das so gestreifte... gestreifte Balken, die so aussehen, als ob der Bildschirm kaputt ist? Nee, das ist einfach ein Balken. Das sieht aus, als hätten eine marmorgefließte Säule quergestellt. Also hier, wo ich jetzt bin, gucke ich in so eine Säule rein. Und kann ich sogar noch... Die geht hier komplett durch, den Raum hier. Eine Säule aus Marmor hier. So eine marmorgekachelte Säule. Da wären wir wieder beim Nixarium. Ja. Naja, bei mir ist da nichts. Na, du glücklicher. Ich habe das Gefühl, ich sehe nur noch Mist. Da ist wieder ein Gegner. Soll ich das jetzt persönlich nehmen, oder was? Ja. Ja, sagt er. Dankeschön! Helf? Ist gerade dein Helf runtergegangen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Dein Max-Helf? Das sah gerade aus, als ob dein Max-Helf runtergegangen ist. Ist auch. Ich hatte vor 110, jetzt nur noch 100. Warum? Weiß ich nicht. Ich weiß ja was, ich bin ständig nur am Nippeln und am Keuchen. Ich krieg jetzt auch schon wieder keinen Hilf auf. Ja. Echt komisch. Du hast hier wieder eine Tür eingeschlagen, die bei mir immer noch da ist. So. Das funktioniert hier super gerade irgendwie. Es würde mich jetzt gleich nicht wundern, cool, wenn das ganze Spiel abbricht einfach. Ja. Aber das ist echt... beschissen. Ich glaube, da muss man den Leuten vielleicht sogar nochmal erklären, dass die da an der Performance schrauben sollten, bevor sie das nächste Update rausbringen. Das geht ja so nicht. Also, es ist ja auch so, dass man im Singleplayer auch Probleme hat. Nicht so gravierende, aber schon. Das ist nicht in Ordnung. Kannst ja auch kein Auto verkaufen, wenn es heißt, ja, Tank haben wir jetzt irgendwie vergessen. Also, man kann da so ein bisschen irgendwie einen Liter reinstecken und dann, ja, muss man halt immer nachtanken. Ruckelt halt ein wenig. Ja. Ja, mal gucken. Jedenfalls haben wir hier spannend. Das Haus, da haben wir erstmal den ganzen Tag zu tun, denke ich. Und wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ne? Schauen wir mal, bisher doch gar nicht so viel Gegenwehr wie erwartet. Gucken wir mal, ob was da noch kommt. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer Kaffaun.